In der Welt gibt es nur eine einzige Gewissheit, nämlich die, dass die Lernfähigkeit des Menschen durchaus begrenzt ist. Und so sehen wir immer wieder dieselben Verhaltensmuster, immer wieder ähnliche Abläufe bei den Menschen. Gerade im Börsenbereich, im Wirtschaftsbereich ist das der Fall. Da entstehen Blasen und dann gibt es die Leute, die sagen, nein, das währt ewig. Wir haben jetzt ein neues Zeitalter, alles anders als vorher. Und dann stellt man fest, nee, doch nicht anders. Es fällt dann wieder in sich zusammen, dann kommt die große Depression, dann kommt wieder die große Euphorie, dann entsteht die nächste Blase. Und jetzt haben wir das Problem, dass diese Blasen, die derzeit aufgeblasen wurden, eben durch die Notenbanken aufgeblasen wurden, durch massive Liquidität aufgeblasen wurden, die sich jetzt in Inflation entlädt, letztendlich durch Lieferengpässe, Materialmangel, Corona, Ukraine-Krieg etc. Und jetzt müssen die Notenbanken umsteuern und versuchen, diese gigantischen Blasen, die sie selbst geschaffen haben, kontrolliert runterzufahren. Das kann nicht gelingen, wird nicht gelingen. Und die Märkte haben jetzt ein bisschen die erste Ahnung davon bekommen, dass das nicht gelingen kann und nicht wird. Und jetzt hat sich etwas verändert, das ich in diesem Video zeigen will. Jedenfalls erleben wir so eine Art The Big Short 2.0, könnte man sagen. The Big Short ist ja das Buch des großartigen Michael Lewis, der andere sehr, sehr starke Bücher auch geschrieben hat. Neben The Big Short wurde dann verfilmt. Ich glaube 2015 oder 2016 war es, zeigt, wie ein paar helle Köpfe erkennen, dass der US-Immobilienmarkt in einer absoluten Blase ist. Das war vor der Finanzkrise. Und die Wetten gegen diese Blase liegen lange hinten, sind verzweifelt. Dann geht diese Wette doch auf. Es wird ihnen Angst und Bange bei den Schäden, die da entstehen. Aber jetzt dürfte uns noch mehr Angst und Bange werden, denn damals hatte man eine intakte Blase, derzeit haben wir zwei intakte Blasen, eine davon platzt derzeit, das ist die Tech-Blase 2.0, etwa eine Apple, die ja natürlich anders als in der Dotcom-Blase viele Unternehmen echtes Geld verdient, ein sehr gutes Unternehmen ist, aber eine Apple war jetzt bis vor kurzem mit dem Achtfachen des Umsatzes bewertet und das ist schlichtweg zu sportlich, vor allem angesichts der Risiken, die in diesem System sind, mit Lieferengpässen, China-Lockdown und. Und ich hatte damals in einem Video vor gut einer Woche die Frage gestellt, kann das gut gehen, liebe Fed, wenn du zwei intakte Blasen hast, dann diese Geldpolitik zurückzufahren und so zu tun, als würde das ganz geräuschlos gehen. Es wird nicht geräuschlos gehen und warum das nicht passiert, will ich gleich mal zeigen. Wir sehen hier den gestrigen Abverkauf. Dow Jones noch der beste Index, 3,5%, S&P 500 4%, Nasdaq. Hier mit 4,7% und wenn wir uns mal die Sektoren anschauen, dann sehen wir vor allem Consumer Discretionary, wichtig, also die Dinge, die man nicht unbedingt zwingend täglich zum Leben braucht, aber auch Consumer Staples unter Druck, warum will ich gleich zeigen, dann Technology und so weiter, Utilities, Energy, Healthcare, vorne also absolutes Risk-Off-Modus-Spiel, könnte man sagen, defensive Sektoren vorne, bis auf Consumer Staples, die wurden gestern auch verprügelt wegen Target und Walmart, diesen beiden Supermärkten und wir sehen hier, den Schaden, der da passiert ist, auch bei den Dickfischen, eine Apple 5,6% im Minus, Microsoft 4,7%, Google noch am besten, Amazon 7%, Tesla fast 7%, Walmart hat es erwischt, der Dow Jones gestern 1100 Punkte gefallen, größter Fall seit 2 Jahren, das gilt auch für den S&P 500, also es hat gekracht. Dafür gibt es 2 Ursachen, die ich gestern schon mal kurz angerissen hatte, will ich ganz kurz wiederholen, damit wir verstehen, worum es geht. Wir haben vorgestern eine Art Paul-Volcker-Moment gesehen bei Jerome Powell. Volcker damals hat gesagt, ich muss die Inflation bekämpfen, koste es, was es wolle. Und dieses Bekenntnis hat im Grunde Jerome Powell gestern mit den Worten wiederholt. What we need to see is inflation coming down in a clear and convincing way and we are going to keep pushing until we see that. Wir werden weitermachen, bis die Inflation nach unten kommt. Und da sagt sich die Fed, ja, da müssen wir die Nachfragestrafen verringern und müssen die Financial Conditions straffen und dazu zählt eben auch niedrigere Aktienkurse. Das war das eine. Jetzt kam aber gestern ein neues Motiv in die Geschichte mit den Zahlen von Target und Walmart oder gestern und vorgestern. Die zeigen erstens, dass die Margen für die Unternehmen schlechter werden. Sie können ihre gestiegenen Kosten nicht 1:1 weitergeben, weil der Konsument eh schon Oberkante, Unterlippe ist. Das heißt, er kann nicht viel höhere Preise noch vertragen, sonst sagt er, dann kaufe ich halt nicht. Das ist das Problem. Wir sehen hier alleine Target mit Benzin
Ausgaben mit Frachtkosten, mit Transportkosten über eine Milliarde Dollar mehr in einem Jahr. Und das weckt den Zweifel, wenn solche Aussagen von Target und Walmart, ob der Konsument wirklich so toll dasteht. Da lachen sich manche wirklich scheckig darüber, dass der Konsument angeblich so toll dasteht, wie Janet Yellen das behauptet hat. Schauen wir uns nochmal kurz den Schaden an bei den Retailern gestern, bei den Einzelhandelsunternehmen Target 25%. Aber auch Dollar Tree, Costco, Dollar General, wie sie alle heißen, teilweise zweistellig im Minus. Und wenn wir hier oben diese Tabelle uns mal anschauen, diese Grafik anschauen, dann sehen wir Energie und Utilities sind die einzigen Sektoren, die jetzt month to date, also seit Monatsanfang noch im Plus sind. Energie der einzige Sektor, der seit Jahresbeginn im Plus ist. Wir sehen den schlechtesten Sektor mit Abstand ist Consumer Discretionary, also die Dinge, die man nicht täglich braucht, die man sich leisten kann, aber nicht muss. Hier sehen wir auch, dass die am schlechtesten in diesem Monat abgeschnitten haben mit minus 12,4%. Also diese Inflation, die frisst sich jetzt nicht nur in den Konsumenten rein, der weniger konsumiert, sondern sie frisst sich auch in die Profite, in die Margen der Unternehmen rein. Und genau das ist das, was die Wall Street gestern und vorgestern hat realisieren müssen. Die Konsumenten sind Oberkante, Unterlippe. Das zeigt das Kreditwachstum. Consumer Credit ist so stark gewachsen jetzt in den letzten Monaten wie seit Jahrzehnten nicht mehr. Die Leute leben auf Pump, um sich die höheren Preise, die durch die Inflation entstanden sind, leisten zu können. Und da ist dann nicht mehr viel Luft nach oben. Das beginnen jetzt die Unternehmen zu spüren. Mohamed El-Erian bringt genau das auf den Punkt. Er sagt, der erste Abverkauf beim S&P 500, wir haben es jetzt mit einer neuen Phase des Marktes zu tun. Wichtige Aussage von Mohamed. Wir haben es jetzt mit einer neuen Phase zu tun, denn in der ersten Phase, da war es vor allem wegen Zinsanhebungen und einer Straffung der Financial Conditions. Jetzt haben wir es damit zu tun, mit Gross Earnings Worries as Inflation Erodes Living Standards Profits. Also es geht um Lebensstandard, es geht um Profite, es geht um Wachstum, es geht um Earnings. Das sind die Themen, die jetzt praktisch relevant geworden sind. Man hat lange dieses Inflationsproblem allein auf die Geldpolitik fixiert, sieht aber jetzt, dass das natürlich auch am Boden des realwirtschaftlichen Lebens eine riesige Rolle spielt, eben durch Einschränkungen des Konsums etc. Und das ist die neue Erkenntnis. Vorher nur immer Fett in Sachen Inflation. Jetzt Konsument und Fett, Konsument, könnte man hier sagen, um das Ganze auf den Punkt zu bringen. Und plötzlich häufen sich jetzt Meldungen von etwa JP Morgan, die senken die Wachstumserwartungen für das Jahr 2022 und 2023 für die USA. Wir sehen dann Amazon und Meta, also Facebook, die plötzlich jetzt Einstellungsstopps hier verkünden. Wir stellen keine Leute mehr ein. Das zeigt, dass der Arbeitsmarkt seinen Hochpunkt jetzt gesehen hat, dass wir bald Entlassungen sehen werden. Entlassungen heißen, der Konsument wird noch weniger konsumieren. Bums, die Wirtschaft wird in eine Rezession gehen. Und die Bullen, die Aktienbullen müssen hoffen, dass die Fed dann einknickt und sagt, ups, die Wirtschaft ist in einer Rezession. Wir müssen jetzt und dürfen die Zinsen nicht so stark anheben, wie wir das eigentlich vorhatten. Wo ist das große Problem, das derzeit der Fall ist? Wir sehen eines. Wir sehen, dass die Inflation weiter steigt. Hier die Consensus Forecast, also die Konsensprognosen. Da das Einzige, was steigt, sind die Inflationskonsensprognosen. Dagegen, was fällt, sind die BIP-Prognosen. Das heißt, die Wirtschaft schwächt sich offenkundig immer weiter ab, während die Inflation eben hoch bleibt. Stagflation, Shrinkflation, Schrumpflation, wie auch immer man es bezeichnen mag, wäre da vielleicht das richtige Wort. Und gestern hatten wir ja zunächst mal, oder in den Tagen zuvor hatten wir ja diesen Aufschwung gesehen mit einer ähnlichen Kerze, wie sie Michael Silver von Figuring Out Money hier in diesem Chart oben zeigt beim SPY, also dem ETF auf den S&P 500. Und da kommt so ein Hoffnungskerzchen, das mit einem Gap nach oben eröffnet und dann booms, dieser brutale Rückfall, den wir hier sehen. Und wir sehen, und das ist sehr, sehr wichtig, das Volumen gestern war nicht sehr hoch. Ganz wichtige Aussage noch hier. Kurz eingeschoben, Kolanovic, der Buy the Dip, wie oft hat er uns das erzählt, hat jetzt gestern gesagt, wir können aus diesem Loch herausklettern. Das zeigt, wie schlimm die Situation wirklich ist. Nochmal zurück zu dem Volumen, gestern also sehr gering. Schauen wir uns mal die Volumina beim SPY, also diesem S&P 500 ETF an. Da sehen wir gestern 116 Millionen.
Am Vortag, als wir 2% gestiegen waren, gestern Abverkauf 4%, 116 Millionen, als wir am Vortag, am Dienstag also gestiegen waren, da waren es 81 Millionen, also dünne Volumina bei dem Anstieg, mäßiges Volumen beim gestrigen Abverkauf. Wir sehen, dass wir zum Beispiel in der Vorwoche richtig dicke Hämmer hatten mit 172 Millionen, 151, 155 und das ist jetzt relativ dünn. Das heißt, wir sehen auch im Optionsbereich, jenseits also dieses ETF-Bereichs, auch vergleichsweise geringe Volumina, die da der Fall sind. Und das vor dem Verfall, kleinen Verfall am Freitag. Was sagt uns das alles? Das sagt uns, dass der Washout noch nicht stattgefunden hat. Normalerweise passieren heftige Abverkäufe, die dann einen Boden bilden unter riesigem hohem Volumen, weil alle rausgespült werden, die noch auf der Long-Seite sind. Das ist gestern nicht passiert und das ist die Gefahr, die die Bullen jetzt sehen, auch wenn technische Erholungen jederzeit drin sind. Wir haben nicht den finalen Abverkauf gesehen, dazu fehlt hier das Volumen. Hoffnung kann den Bullen geben, dass der VIX, also die Vola, praktisch jetzt ein Gap geschlossen hat. Wir sehen, wir haben unten die Unterstützungen, auch wieder hier Michael Silver, Figuring Out Money, sehr empfehlenswerter Kanal, by the way, sehen wir hier, dass wir Unterstützungen angelaufen haben, dann jetzt wieder nach oben abgeprallt sind. Gestern sehen wir seit Cash Open, also seit 15:30 deutscher Zeit, als die Wall Street hier in dem unteren Chart aufgemacht hat, sehen wir, es ist eigentlich permanent nach unten gegangen, aber es gab jetzt nicht so diesen Panik-Sell-Off, sondern das war relativ geordnet, was wir da erlebt haben. Und jetzt gibt es natürlich viel Spott, vor allem für solche Börsenclowns, die immer wieder gesagt haben, der Bärenmarkt ist vorbei, wie Jim Cramer, der gesagt hat, ja, der Mittwoch könnte eine echte Rallye bringen, wenn die Einzelhändler überzeugen. Das haben sie leider nicht gemacht. Würde man ein inverses Cramer ETF, dieser Börsenclown, wie gesagt, von der CNBC, der einen Investing-Club betreibt, wo er konkrete Empfehlungen gibt, würde man das als inverses ETF herausgegeben haben, dann wäre man 25% in diesem Jahr schon vorne. Gestern hat Jim Cramer dann gesagt, das war einer der schlimmsten Tage, an die ich mich in den letzten Jahren erinnern kann und ich bin schon richtig lange dabei. Also wenn Jim Cramer schon hier kapituliert, dann ist der Crash vielleicht vorbei, so sagt es Zero Hedge, wissen wir nicht. Jedenfalls schauen Sie sich mal das an. Sieht irgendwie aus wie die chinesische Vorne. Nein, da sehen wir halt den großen Schaden, wenig grün und dazu kam dann noch, dass Cisco nachbörslich Zahlen gebracht hat und dann noch 20% gefallen ist. Catastrophic Guidance, katastrophale Ausblick auf die weiteren Entwicklungen wegen China-Lockdown und diese Geschichten und Ukraine-Krieg. Da dürften andere Firmen eben noch folgen. Schauen wir uns mal an, wie die Lage ist. Jetzt der Nasdaq im Vergleich zu den Rate Hike Expectations immer noch relativ sportlich unterwegs. Obere Grafik, untere Grafik zeigt, dass die Junk Bonds hier in dem ETF HYG nicht diese Erholungsbewegung mitgemacht haben, die der S&P gemacht hat. Das hatte ich gestern schon im Videoausblick thematisiert. Das ist ein Warnsignal. Die Junk Bonds sind das, was, worauf zu achten ist. Das ist die Achillesferse gewissermaßen der Märkte. Das schwächste Glied in der Kette sind diese bonitätsschwachen Unternehmen. Wenn deren Risikoprämien, die sie bezahlen müssen, um noch Kredite zu bekommen, wenn die massiv nach oben gehen, dann wissen wir, was der Fall ist. Und die gehen derzeit nach oben, beziehungsweise in Situationen, wo die Aktienmärkte sich erholen, haben diese Werte sich nicht erholt, sind also die Renditen dieser, die Risikoprämien dieser Junkbonds nicht gefallen. Das sollte zu denken geben. Und insgesamt sehen wir, dass die Financial Conditions, auf die es immer wieder ankommt, das sind Credit Spreads, also Renditedifferenzen zwischen Unternehmensanleihen und Staatsanleihen, das sind die Aktienmärkte, das ist die Kreditvergabe, da sind also verschiedene Parameter drin, auch die Aktienkurse eben, und wenn die Aktienmärkte fallen, dann straffen sich die Finanzkonditionen, wenn die Aktienmärkte fallen, dann können die Leute weniger konsumieren, die sind natürlich in ihrem Depot dann deutlich reicher, dann sagt man sich, hey, ich hab's ja, wenn dagegen die Kurse fallen und die Depots schrumpfen der Leute, dann werden sie weniger konsumfreudig sein. Also wir sehen hier, Liquidity is King, sagt da schon jemand. Ja, Cash is the King. Und wir haben jetzt beim S&P 6 Wochen in Folge negativ gesehen, könnte die 7. Woche werden. Und das gab es noch nicht allzu oft. Hier sehen wir mal eine Aufstellung seit 1928. Das ist das letzte Mal passiert, 10. Juni 2011, dass wir 6 Wochen in Folge negativ waren. Im Jahr 2001 waren wir mal 8 Wochen negativ in Folge.
Vielleicht werden wir diesmal 7 sein, das wäre dann die längste Strecke seit 1980. Ach so, und was ich hier noch zeigen wollte, dass wir, wenn wir das Jahr mal mit 2008 vergleichen, bisher deutlich schlechter unterwegs sind im S&P 500. Also deutlich stärkere Verluste haben als im Jahr 2008 in diesem Zeitraum. Allerdings passierte da der Crash Richtung Herbst eben mit der Lehman-Pleite. Jetzt haben wir ja in diesem Jahr die Midterm-Elections. Da dürfte die Politik nicht interessiert dran sein und auch die Fed vielleicht nicht, dass da die Märkte gecrashed sind. Insgesamt aber gilt, was Jeremy Grantham hier sagt. Der sagt, wenn Bubbles brechen, wenn Blasen platzen, dann sind die Profitmargen immer auf dem Hoch gewesen. Und wir sehen ja eins, die US-Unternehmer hatten traumhafte Margen. Sie hatten Gewinne, konnten wirklich hier tun, was sie wollten mit ihrer Preissetzungsmacht. Das ist wohl jetzt vorbei, wie die Zahlen von Target und Walmart zeigen. Bubbles don't peak for no reason, they peak because economic conditions are nearly perfect. The first thing to go is the profit margin. Also perfekte Welt, aber das erste, was dann richtig einbricht, sind die Profitmargen und der S&P könnte 45% vom aktuellen Niveau noch fallen. Wenn man jetzt mal die Price-Earnings-Multiples heranzieht, um dann sozusagen immer noch beim langfristigen Aufwärtstrend zu sein bei diesen Profitmargen oder diesen Price-Earnings-Multiples, also Bewertungsfragen, eben um Gewinne bewertet im Kurs-Gewinn-Verhältnis. Also da wäre immer noch sehr viel Luft nach unten und wir wären dann sozusagen nach wie vor langfristig in diesem Aufwärtstrend, in dieser Kategorie. Ich glaube, das zeigt, wie hoch die Fallhöhe ist. Das zeigt auch dieser wunderbare Chart von Sven Henrik. Hier, das ist der S&P Yearly, also jede Kerze ist ein Jahr und wir sehen hier bislang eine ziemlich dicke und schöne Umkehrkerze. Das ist doch durchaus kräftig und wenn wir uns die Bärenmärkte mal in einer Rezession anschauen und Rezessionen, meistens ist vor einer Rezession dann ein Bärenmarkt, wenn die Rezession dann offiziell wird, ist normal der Bärenmarkt schon wieder vorbei, dann geht das schon wieder nach oben, aber wir sehen, dass das letzte Mal, dass wir praktisch in einem stagflationären Umfeld waren, das war dann in dieser Situation etwa 1973, die Aktienmärkte 48% verloren hatten und wenn man dieses Umfeld, was wir derzeit haben, vielleicht vergleichen kann, dann eben mit den frühen 70er Jahren, mit dem Ölschock, der damals der Fall war. Wir sehen jetzt erste Opfer schon auch im Hedgefondsbereich. Hier hat Gabe Plotkin jetzt sein Melvin Capital, will er schließen. Das war ja jemand, der bei GameStop short war und da von der Wall Street Bets Meute sozusagen gesqueezed wurde. Jetzt will er sozusagen diesen Fonds einstellen. Das zeigt, dass die Kollateralschäden doch schon relativ heftig sind. Abschließend, meine Damen und Herren, zwei Empfehlungen. Erste Empfehlung natürlich, schauen Sie The Big Short. Lesen Sie vor allem das Buch von Michael Lewis, The Big Short. Großartiges Buch, der auch ganz tolle andere Bücher geschrieben hat. Wall Street Poker etwa, wenn Sie sich für die 80er Jahre an der Wall Street interessieren, die ein Game Changer sind da für das Finanzsystem. Da werden die maßgeblichen Weichen gestellt. Wenn Sie verstehen wollen, was heute der Fall ist, sollten Sie wissen, was damals passiert ist. Jedenfalls jetzt zwei eigene Empfehlungen, Marathon Petroleum und Valero, wo das ganze Spritgeld am Ende landet. Wenn Sie mal wissen wollen, wer eigentlich am meisten profitiert und welche Aktien am meisten profitieren, dann kann ich Ihnen nur diesen Artikel empfehlen. Die machen den großen Reibach und naja, machen wir den großen Reibach jetzt mit dem neuen Plan Repower EU. 300 Milliarden wird es geben, damit wir wegkommen von russischer Energie. Bin gespannt, wie das gelingt. Wenn Sie wissen wollen, wie das gelingen soll und wie die EU sich das vorstellt, dann empfehle ich den zweiten Artikel. Also zwei Artikel und The Big Short, meine Damen und Herren. Jetzt wünsche ich erstmal das Allerbeste und sage Servus und Ciao.